Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventurecraft. Was? Adventurecraft? Ja, wir müssen mal das ganze Gedöns hier noch fertig machen. Wir haben es ja in einem fast fertigen Zustand hinterlassen, aber eben nicht ein komplett fertiger Zustand. Und es gibt eine Änderung, denn für die letzten Korrekturen hier können wir Folgendes tun. Und zwar diese. Und das ist nice. Das bedeutet, wir machen mal einen Chest. Ich packe euch mal mein ganzes Zeug an den Spawn. Und ich habe auch schon gehört, hier ist eine Menge passiert. Spark ist wohl richtig ausgerastet, im positiven Sinne, was hier Deko angeht. Ja, hier hinter könnten wir vielleicht noch ein bisschen dekorieren oder so. Das sieht nice aus. Hier unten... Ja, ich glaube, das müssen wir zusammen machen. Aber hier oben, oh mein Gott, Spark. WTF. Nice. Ist das der gleiche wie... Ah. Krass. Also... Heftig. Einfach heftig. Was sind denn das für stylische Dinger eigentlich? Twisting Vines. Was sind denn Twisting Vines? Ach, das ist das neue Neta-Gedöns. Ach, das wächst auf Souls. Nice. Mir fällt gerade auch ein Bambus. Auch cool. Also wirklich, wirklich fancy. So, und flupp. So, das hier ist ja meine Base. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und hier bekommt er jetzt mein Inventar. Na, damit könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Ich mach vielleicht noch ein Schild dran. Da. Oder ich kann ja einfach das hier nehmen. Nee, kann ich nicht mit. So. So. Perfekto. Dann wäre das mal erledigt. Und dann kümmern wir uns um unsere letzten Dekorationen. Ah, hier ist auch die Mauer schon zugebaut. Und man sieht die ganze Technik nicht mehr. Boah, ist das nice. Oh, da bekommt ihr eine richtig nice Map. Okay. Dann. Was haben wir hier noch potenziell für Korrekturen auszuführen? Das ist die Frage. Nicht mehr viel. Hier so ein paar kleine Details kann man noch machen. So, der Button hier kann auch mal weg. Denn hier ist geschlossen. So, dann können wir den nächsten Checkpoint mal schließen. Und zwar ist das der hier. So. Genau. Können das auch so machen. So, so, zack. Nächster Checkpoint geschlossen. Allerdings kann man hier ein bisschen Deko noch reinbringen. Cracked. Nicht infested, das wäre nicht so nice. Cracked Stone und dann vielleicht noch, weiß ich nicht. Hier sowas. Mal gucken. So, das hier ist eher für den Boden geeignet, würde ich mal behaupten. Zack, zack, zack. 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 Stellt euch mal vor, ein Projekt wie das hier, also quasi sowas wie Adventurecraft, aber komplett im Creative. Was wir da alles machen könnten, das wäre richtig fresh. Aber das ist auch sehr nice. Also wir haben ja, ich sag mal, 99,9% im Survival gemacht. Deshalb finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass wir hier für die letzten Korrekturen, damit es auch mal fertig wird, ne? Das ist ja auch wichtig, damit es auch mal fertig wird, jetzt noch kurz ein bisschen creative einbauen. Finde ich okay. So.
Okay. Ja. Ist noch nicht ganz so. Wie wäre es denn mit Slabs? Spruce, Jungle Slabs, die hier so random vielleicht an der Decke sind. Nee, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Aber wie wäre es denn mit Slabs, die Decke hier ab und zu mal... Ja, jetzt habe ich eine Idee. 1, 2, 3, 4... Wie viel ist hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir könnten hier und hier und hier und hier sowas machen. Und dann mit einem Log, vielleicht mit so einem, quasi so pseudo-stabilisieren. Ich finde das gar nicht so schlecht, dieses Stripped Dark Oak. So. Dann ist das hier, als wären da Stützen, die verhindern, dass das hier zusammenbricht. So, und da. Und da, ja, und dann vielleicht noch Fences, so Oak Fences, die dann hier nochmal dem ganzen Nachdruck verleihen. Ah ja, okay, das ist, ja, so einfach geht das nicht. Und so ist dann wieder ein bisschen zu, ne? Ne. Vielleicht, wenn wir hier ein paar Stairs nehmen. Das waren die falschen. Spruce. Akazie. Ich bin einfach blind wahrscheinlich hier. Ach ja, nee, es sieht hier einfach so hell aus. So. Ja, vielleicht ist das dann zu... Oder was ist denn mit einer Wall? Wie wäre es denn, wenn wir das hier mit so Mauern abstützen? Na, nee. Doch mit Fences. Das könnte einigermaßen passen. Weil das ein bisschen dunkler ist und dann noch so ein bisschen Kontrast hat, obwohl das und das witzigerweise das gleiche Holz ist. So, da kann man reingucken. Und dann hat man hier so diese Stützpfeiler, die aber der Korrektheit halber da auch hin müssten. F7 an, damit wir sicher gehen, dass wir hier nichts zubauen versehentlich. Chains könnte man hier ab und zu noch einbauen. Und Pants beziehungsweise Iron Bar Skull. Ja,
Und hier darf auch noch einer hin. Da kann dann zum Beispiel so ein Menschenkopf drauf. Okay. Dann haben wir den Gang hier. Dem fehlt auch noch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Wobei ich hier unterirdisch beziehungsweise hier auch noch ein paar von denen durchaus hin könnten. Auch wenn wir da die anderen haben, aber schadet ja nicht. So. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal so an. So. Gehen wir hier durch. Machen wir es uns einfach. So. Nur vereinzelt. Um das ein bisschen aufzubrechen. So. Ja. Das sieht gut aus. Dann die Wände. So. Ja, wobei da ist vielleicht ein bisschen too much. Soweit, so gut eigentlich. Die Decke, da kann man gar nicht mehr so viel machen. Ich würde sagen, was könnte man hier dekomäßig noch machen? Also man kann hier auf jeden Fall nochmal so ein Skeleton Skull hinmachen. Genauso wie hier. So ein toter Schädel, der ihn anguckt, ist immer okay. Und dann hier so gelegentlich mal ein paar so Iron Bars. Ja. Dann haben wir hier noch so Dark Fences. Nee, die passen hier nicht rein. Hier würden jetzt wahrscheinlich die Jungle Fences wieder reinpassen. Durch. So. Chain. Ich meine, ausgeleuchtet ist ja. Deshalb um Lampen müssen wir uns keine Gedanken machen. Wobei, ja, ich meine, wenn hier die eine oder andere Laterne rumsteht, glaube ich, tut das auch keinem weh. Oder rumbaumelt. Vielleicht aber auch schon. Hier könnte man noch sowas machen. Okay, das ist soweit ganz in Ordnung. Dann gehen wir hier rein. Also wir müssen es erstmal schließen. So, dann kommt hier die zweite Druckplatte hin. Dann kommen hier Blöcke, die es zumachen.
So, und jetzt so nach 10-mal sterben, ist man quasi weg. Also nach 10-mal sterben darf man quasi skippen. Das bedeutet, wir brauchen irgendein Item 10-mal. Was würden wir dann am besten nehmen? Ich finde die lustig. So, jetzt ist das alles hier aktiv, die ganze Anlage. Und der dispenst dann immer Z-Pickles. Und immer wenn er eine dispenst hat, oder wenn er alle 10 dispenst hat und die dann hier despawned sind, ja, kann man abkürzen. So weit, so gut. Ah, das ist jetzt natürlich kritisch hier gerade. Ich mach mal die Druckplatte weg. Oh, hier nochmal neue Pressure Plates. Genau. Okay, weil dann wäre der Part auch erledigt. Wenn man hier so reinguckt, sieht man irgendwie, weiß ich nicht. Ah, da war Redstone. Ich hab's befürchtet. Ich wusste, irgendwo hier oben ist Redstone. Ja. Zack, zack, zack. Okay, ist wieder repariert. Alles gut. Nichts passiert. So, und da ist... Nee, normaler. Soll schon so aussehen wie ein paar Blutspritzer. Und dann hier oben in der Decke. Hier hängt dann eine Laterne drin. Zack. Okay. Das heißt, wenn man hier so guckt, wenn man hier so reinguckt, dann ist das erstmal gruselig. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Würde ich behaupten. Damit hätten wir das schon mal erledigt. Ja, gut. Wild spawnende Mobs haben wir hier dann später eh nicht, aber im Moment wird es nur nerven. Wobei, ist Mob Spawning schon ausgeschaltet vielleicht? Nee, noch nicht. Okay. Gut. Haben wir in unserem Tempel noch irgendwas, was wir austauschen können. Auf jeden Fall hier oben so ein paar Blöcke könnte man noch ein bisschen ersetzen. So. Dann, hier macht es eigentlich gar keinen Sinn, aber egal. Weil hier sollte es theoretisch keiner sehen. Aber theoretisch ist halt auch theoretisch. So. Ein paar von den Stufen hier kann man noch Mossi machen. So, schön unregelmäßig. Regelmäßigkeiten sind rein zufällig. Was ist das hier? Das ist ein Stone Brick. Okay, da können wir auch noch ein paar ersetzen. Okay, hier sind überall diese Schnitzer drin. Ja. Ja, das sieht ganz nett aus. Das kann man so machen. Jetzt ist das auch noch ein bisschen ordentlicher. So, das hier. Ich meine, wir waren eigentlich schon so gut wie fertig, ne? Also von dem her, viel ist nicht mehr zu tun.
Aber ich denke, in der nächsten Folge können wir auch noch machen. Ein kleines bisschen was erledigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.